Ja, herzlich willkommen. Es wären hier vorne auch noch ein paar Plätze frei. Also es dürften auch gerne noch hier ein paar aufrücken. Ja, herzlich willkommen zu unserem Panel From TV to TV, From Television to Total Video. Wir werden hier gemeinsam die nächsten 75 Minuten bestreiten, also eine Stunde 15 Minuten. Mein Name ist Petra Dittrich, ich bin von Kantar und ich freue mich, dass ich heute hier auch nicht ganz alleine stehen werde, sondern dass ich ein paar Mitstreiter habe. Zum einen freue ich mich jetzt dann gleich auf meinen Kollegen hier von Kantar Media, den Kelt Nielsen. Kantar Media ist international in ganz vielen Ländern unterwegs und arbeitet mit vielen JICs zusammen, also mit Joint Industry Committees, und kümmert sich um TV- und Radiomessung von TV- und Radionutzung. Und mein Kollege Kelt ist Global Strategic Director bei Kantar Media und ist da schon ganz lange mit dabei. Seit 30 Jahren kümmert er sich schon um das Thema TV-Messung und Audiomessung. Er hat also sehr viel Erfahrung. Was ich sehr spannend finde, ist, dass er in der Europäischen Weltraumorganisation angefangen hat, also nach den Sternen dann zur TV-Messung, schöner Sprung. Und er macht das jetzt schon seit den frühen 90er Jahren, dass er sich mit dem Thema auseinandersetzt, hat zum Beispiel auch in Dänemark das TV-Metering mit aufgesetzt. Er weiß also sehr gut, wovon er spricht. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er uns jetzt hier eine kleine Einführung geben wird und uns ein internationales Bild zeichnen wird. Was ist eigentlich möglich in der TV-Messung, in der Reichweitenmessung? Wie machen das andere Länder? Und was ist eigentlich auch so der Blueprint von Kantar Media? Yes, and now I switch to English. A very warm welcome, Kelt. Nice to have you here. Is this on? I guess it is. So thank you very much for the kind introduction. It's a pleasure to be here. And let me start with an apology because I need to do this in English because my German skills aren't far from good enough for that. So it's going to happen in English. My objective is to sort of scratch the surface of what Kantar is doing in audience measurement around the world, so some of the latest developments. And hopefully also be able to throw in a few curveballs for the panel to follow. So sort of facilitate a debate on that. So let's get cracking and see whether this works. That was the wrong way. Here we go. Television is dead. That is a fact. I've seen it in the news. I've seen it on social media. So it must be true. I started in this industry in 1991, a few years after the battle of the VCR format was won by VHF against Betamax and Video 2000. It was 8 years before the launch of TiVo, so the digital video recorder. And 5 minutes into that career, I saw this slide for the first time. So television is dead. And I've seen that over and over and over again. I will argue that that is definitely not the case. We have just seen game changers. So when Steve Jobs launched the iPad on the 3rd of April, 2010, these babies were born. That was a true game changer. It is a fact that we are still, on average, globally spending around 3 hours a day watching the big screen on broadcast content. It is also a fact that there are new players in town, there's new kids in town, so YouTube, the Netflix of the world. It is putting pressure on the existing models, but it is an ever-changing world, so the one that embraces that change will be the winner, in my opinion. It is also a fact that we are still spending more than $200 billion a year on TV advertising expenditure. So it is happening, television is very much alive, and video consumption is very much alive. It is also a fact that the more screen we have, the more consumption we have on video, and we can't dispute that.
So from an audience research perspective, it is interesting times for us. It's a complex world. It is new opportunities for us because all this stuff needs to be measured. So we sat down a couple of years ago, or some years ago, and created what we call the blueprint. And I'm going to touch on our thinking of how we see audience measurement going forward. So we still believe in core TV panels, so the TV panels that hopefully a lot of you already know, that is widely used around the world, sits at the very heart of an audience measurement, and that will happen for foreseeable future. That's our thinking. Then it's all about bringing in new data sources, whether that's the top left corner there, so return past data, some from the Sky Germanys of the world, or similar services, I will come back to this, or whether it's enhancing the services by set meters, which is already been doing in certain countries. Then there's the whole video consumption, whether that is broadcast, whether that is SVOD or AVOD services, the sensors, the whole tagging environment. I will touch on this, how that is done as an example. We are talking about first and third party data being brought in. That can be either demographic or actual viewer data, so the likes of YouTube data sets, the likes of other server lock data sets, or even demographics for third parties that we can use to enhance the services. And in some countries, out of home viewing is of significant importance. So these are the things that we are talking about. Here you see a list of countries. I think it's 51 countries there on that slide, but you will also see it's not just currency services. This is also, you see Germany on this list because of we're running the Sky Germany panel. You will see Sweden on this list because we are running a radio service in Sweden. But the vast majority of this is actually TV currency measurements that is happening under our remit across the globe. I will focus on some of the rollouts that we are looking at right now, the rollout of online video consumption measurement. So we're doing that in 15 countries. I will talk about three examples, three use cases, being Norway, Italy, and Canada. And let's kick off with Norway. Norway is what I believe is the most comprehensive and complex audience measurement service that is running on the globe as we speak. The setup in Norway is that they have a rather small TV panel, but in that panel they also have router meters. This is, in our terminology, these are called focal meters. This is, I'll explain that in details in a minute. But it's a single source panel where you measure all the video consumption in that household on all screens. In Norway, somewhere between one third or one quarter of the population has a second home, so therefore out of home viewing is extremely important. And then all the broadcasters are tagging with Kantar tags, and this is all being brought together into one currency. So it looks like this. Sorry. Focal meter first. Focal meter is a router meter that automatically identifies the device ID. Whenever you attach or you start viewing on a device in the household, it will automatically identify the device's unique ID. By doing that, you can measure both in-home and out-of-home consumption because you are taking it out of the census data. So therefore, you will get that full picture of tagged broadcast content. What it also can do is they can measure non-tagged content. So we can measure the overall consumption of, say, Hulu, HBO, Netflix, YouTube, all these different services. You can get overall consumption of that. So what the broadcasters in Norway saw was a 10% lift up of online streaming consumption, which is, in their world, a significant uplift. And if you look at the
target groups 20 to 39 year olds, one quarter of their consumption, this is broadcast consumption, nothing to do with YouTube, nothing to do with Netflix, broadcasting content, 20 to 39 year old, 25% of that actually is online, so it's not broadcast. If we break that down, that gives a very interesting picture, because the online consumption is actually consumed on the TV screen, so Chromecast and other things. It is not, majority is not consumed on mobiles or tablets. It is consumed on the TV screen. And you can see that goes more or less across the board when you look at that age group. So overall, 60% of broadcast content in Norway is consumed on the TV screen. As I said, we could also measure the Netflix and the HBOs and the YouTubes of the world's overall consumption of that. And if we look at that consumption, it looks like this. So no surprise there, the next Netflix distribution is quite similar to the other long-form content being the broadcast content. So 63% in this case of Netflix is used on the TV screen. And again, the picture of YouTube, probably no surprise there, much more mobile. Very, very different pattern. Only 10% is actually consumed, the short form video content there on the mobile devices. Interesting findings. And when we look at the consumption, so the 11 minutes you see to your left there is the 10% uplift I was talking about for broadcast content. And then we are adding another 25 minutes, so 10% of Netflix and 15% of YouTube overall. But have a look at the 10 to 19 year old. 42% of their consumption is actually YouTube. It's going to be very, very interesting to see whether these bars will be moving to the right, or whether the guys in 20 to 29 year old will change and have a viewing pattern like the 30 to 39 year old 10 years from now. But only time will tell. It's going to be interesting to see whether that shift is happening and how it's going to happen. The last thing I'm talking about for Norway, as I said, out of home viewing is extremely important there. 1,338,000 viewers, or 1.3 million, in a country of 5.2 million is a rather large program. And when you look at the out of home for that program, close to one third of that comes from out of home. That is probably not a typical example across the globe, but in Norway, it just shows how important it is to measure out of home viewing there. The next country I'm going to is Italy. And Italy is actually a service that is run by Nielsen. Nielsen is running a panel of 5,000 households there, TV panel. They are also running a set meter panel of 10,000 households, and they are fusing these two together into what they call a super panel. And you might think, why is he promoting the Nielsen panel in Italy? I'm doing that because right now we are rolling out the focal meter in the Nielsen panel in Italy. And the reason I'm taking this as an example is that we are seeing this more and more, so the model that tenders, clients are asking the various providers to collaborate. So some are doing the TV, others are doing the online, and some is doing the calibration, and we just see this more and more. And I wouldn't rule out that that could also be an interesting solution for the German market here. So hence the reason I'm taking this in there. We are seeing that, for instance, in a tender in Holland at the moment, the JIC there, the Joint Industry Committee, are really pushing for getting a lot of different people on board doing various things and collaborating. So that was Italy. Jumping to Canada, Canada is a different structure. This is a portable people meter cross radio and TV.
There are two things happening in Canada. First of all, we are rolling out again a digital panel with tagging of broadcasters to measure similar things that we did in Norway. In this case, it is a separate panel of 5,000 households there in Canada. But the most interesting thing that is happening in Canada is that the Canadian government has passed a law that has made and said to all the content providers on set-top boxes, satellites of the skies of the world, so Rogers, Shaw, Bell in Canada, they have to make their data available to the Joint Industry Committee in order for it to be joined into the currency. So we are actually, right now, we are taking data from 5 different platforms, Rogers, Shaw, Bell, etc. We are harmonizing that data and we are fusing that in to enhance the TV panel there to deal with the long tail, the fragmentation, and those kinds of things there. Quite interesting and quite a drastic move from the Canadian government, because it's not a technical problem, it's a more a political problem. For instance, there has been talks in the UK about whether the Sky UK panel could enhance the BARP panel, and there was, let's just call it, different opinions within the stakeholders within BARP, whether that was a good idea or not. And the Canadian government more or less just solved that problem, say, this is gonna happen, and it is now happening. This is the first time in the world, hence it's interesting, and the reason I've taken it on board. So that was 3 examples. One example of the online measurement, the most comprehensive surface, I think, at the moment. The Italian example, an example of vendors or research companies working together, taking the best of all worlds and making it happen, so in order to enhance the services. And then the first in the world service of Canada, where we actually taking return pass data, set-top box data from these guys and putting it in as part of the currency. And I think that sort of more or less covers my 15 minutes, and I'm gonna give it back to Petra. So thank you very much for your time. Do you want this? Stay here. So thank you very much, Kalt. I think this were quite a few triggers we could use in our discussion right now. So we will just move on. And I would like to introduce you, jetzt switche ich wieder zu Deutsch. Genau, ich würde Ihnen gerne jetzt die Teilnehmer vorstellen, die mit uns heute hier mitdiskutieren würden. Und würde Sie jetzt der Reihe nach auch dann auf die Bühne bitten. Zuallererst Kerstin Niederauer-Kopf, die Vorsitzende der Geschäftsleitung der AGF Videoforschung. Herzlich willkommen. Ja, Frau Niederauer-Kopf ist ja seit 2019 in der Position, kommt von der Fazit Research, hat auch schon lange Jahre mit dem Thema Reichweitenmessung zu tun. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. So, dann darf ich Herrn Klaus-Peter Schulz auf die Bühne bitten, Geschäftsführer und Sprecher des OMG, also der Organisation der Medienagenturen. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind. Sie haben ja eine sehr abwechslungsreiche Karriere schon hinter sich und kennen so alle Seiten. Sie kennen die Agenturseite, Sie kennen die Unternehmensseite, Sie kennen die Vermarkterseite. Also ich freue mich schon auf diverse Impulse. Ja, dann darf ich Frau Susanne Reiter auf die Bühne bitten, Director Research and Insights bei Discovery Deutschland. Ja, Frau Reiter verantwortet aktuell das Performance Measurement, Consumer Insights und die Ad Sales Research, hat schon Erfahrung in der ARD gesammelt und ist auch im AGF Forschungsbeirat. So, und zuletzt begrüße ich noch Daniel Meyer. Er ist Leiter der Marktforschung Central Europe und Emerging Markets bei Google. Ja, Herr Meyer beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema Online-Werbung im Marketing-Mix und ist auch maßgeblich an der Integration von YouTube ins Panel beteiligt. Ja, mein Name ist Petra Dittrich und ich freue mich jetzt auf die Diskussion.
Ja, vielleicht. Ja. Natürlich. Hallo? Ach so, ja. So, die technischen Probleme jetzt. So, wir haben ja gerade gesehen, die Online-Nutzung in Norwegen. Ich würde mal sagen, wir sind ja in Deutschland auch nicht ganz unbeeinflusst von der neuen digitalen Welt. Deswegen würde mich mal interessieren, vorab, bevor wir uns jetzt hier in die Diskussion rund um Reichweitenforschung stürzen, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sind Sie noch klassisch linearer TV-Gucker oder sind Sie schon Netflix-Junkie oder streamen Sie? Vielleicht Frau Niederauer-Kopf, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Ich muss schon klar sagen, ich bin eher noch ein klassischer TV-Nutzer. Also für mich geht, also ich streame natürlich auch, habe auch ein Apple TV, habe mich auch beschäftigt, mich so mit sämtlichen Fire Sticks, wenn die dann da sind. So ein bisschen in der Forschergeist, der dann in mir aufgeht, dass ich sage, es sind neue Sachen, die müssen wir dann vielleicht auch messen. Aber grundsätzlich ist es so, ich habe ja nicht unendlich viel Zeit. Für mich geht nach so einem Arbeitstag ganz viel Entspannung auch damit einher, mich einfach auf die Couch zu setzen und zu sagen, ich schalte an und ich finde auch eigentlich immer was. Es ist aber super, dass man natürlich in der Medienwelt und mit den Mediatheken und den Plattformen die Möglichkeit hat, auf ganz viel Content, auf ganz viel guten Content zugreifen. Das ist natürlich eine unglaubliche Bereicherung. Okay, spannend. Herr Schulz, wie sieht es bei Ihnen aus? Beruflich schaue ich natürlich das eine oder andere. Mich interessiert dann schon auch zum Beispiel, wie letztes Jahr The Masked Singer on Air ging, wie diese Produktion gemacht wurde. Das war faszinierend. Privat bin ich eher Musikfreak, Jazz, Pop, Rock, Soul, Blues. Und ansonsten, dadurch höre ich natürlich das, was ich auch auf Webseiten nachverfolge. Da gibt es für mich allmusic.com, da gibt es für mich Setlist FM. Wenn also in Hamburg ein Konzert war, einer bekannteren Band, dann kann ich die Setlist auf Setlist FM nachvollziehen. Und dann finde ich dort auch ein YouTube-Video, was ich anklicken kann und finde dort das Video eines Fans. Und wenn das nicht verfügbar ist im Konzert, dann finde ich auch ein professionelles Video dann der Plattencover Company. Aber ich finde immer ein Video zum Song entsprechend der Setlist. Und das ist zum Beispiel jetzt eine hybride Nutzung über Online und Video. Ja, danke schön, Frau Reiter. Also bei mir sowohl als auch. Ich gucke immer noch viel linear, aber ganz klar, der Shift ist Richtung Streaming und Nonlinear gegangen. Bei mir ist es eigentlich vor allem, dass sich die Nutzungssituation komplett verändert hat, weg vom großen Bildschirm hin zum kleinen Bildschirm. Hat einfach den ganz pragmatischen Grund, dass ich zu Hause nicht die Hoheit über den großen Bildschirm habe. Und insofern bin ich froh über alle Angebote, die ich einfach auch schnell überall, wo ich gerade bin, gucken kann. Und da gehört VOD dazu, also ich gucke Prime natürlich auch und solche Dinge. Aber natürlich auch dann Live-TV, was ja auch geht, über Join zum Beispiel. Da bin ich sehr froh drum, dass ich eigentlich immer und überall gucken kann. Okay, spannend. Herr Mayer. Ja, bei mir ging es eigentlich damit los, dass ich Online-Video auf dem großen Screen bekommen habe. Also so ein bisschen anders scheinbar als bei Ihnen. Das ging mit Chromecast los, also unserem Streaming-Device von Google. Dann habe ich endlich YouTube auf dem großen Screen bekommen. Ich bin Basketball-Fan. Basketball auf dem Smartphone zu gucken, ist die Pest. Von daher auf dem großen Screen macht das richtig Spaß. Auch Mediathek und so weiter habe ich dann für mich erschlossen. Dann ging das irgendwann, kam Netflix. Eher auch so aus professionellen Gründen, denn dass mich jetzt Serien so wahnsinnig faszinieren, das ist eher so ein Ding für meine Frau und für meine Tochter. Und vor einem Jahr habe ich dann, muss ich fast sagen, den Fehler gemacht, The Zone zu abonnieren. Und wenn man halt Basketball-Fan ist und hat dort jedes Spiel und so weiter, das ist schon, also da kann man viel Zeit verbringen. Und das macht mir auch richtig Spaß. Also das ist so im Wesentlichen bei mir. Okay, also ich sehe schon, sehr hybride Nutzung. Also wir bräuchten, wenn wir hier aufs Panel gucken, sowohl das AGF-Panel zur Messung, aber auch eine Möglichkeit, das Online-Bewegtbild entsprechend abzudecken. Ja.
Kommen wir mal zur ersten Frage. Ich würde jetzt gerne so eine Art Elevator-Pitch machen, beziehungsweise, naja, sagen wir mal so eine kleine Radio- und Radiobeitrag, vielleicht so eine Minute 30, und würde gerne von jedem von Ihnen mal einsammeln wollen, was aus Ihrer Sicht so das wichtigste Thema ist, das in den nächsten 12 Monaten, so 9 bis 12 Monaten, also im nächsten Jahr, im Bereich der Reichweitenforschung in Deutschland, was Bewegtbild angeht, ja, getrieben werden müsste, angegangen werden müsste. Was sind für Sie die wichtigsten Themen, Herr Mayer? Okay, 1,30. Ja? Okay, 1,30. Der Ausweis von YouTube in der AGF. Und 1,30 geblieben? Ja. Wow, das ist sogar Elevator. Das war schon. Okay, frag weiter. Also für uns ist wichtig, dass wir diesen ganzen, das Konsumverhalten verändert sich so schnell und gleichzeitig fragmentiert der Markt so schnell. Es werden wieder neue Sender gelauncht, auch im Linearen. Also ich kann auch nur sagen, Linear ist nicht tot. Und wir haben einfach dann die Thematik, dass wir gucken müssen, dass wir auch diese ganzen fragmentierten kleinen Angebote gut abbilden. Und ich denke, da haben wir auch schon gute Schritte gemacht, aber da würde ich gerne drauf pochen, dass wir da in den nächsten Jahr auch wieder Fokus drauf setzen, dass wir, egal ob linear oder nicht linear, unsere kleinen Angebote auch gut abbilden. Okay, danke schön, Herr Schulz. Ja, wir sind zwei große Herausforderungen. Das eine ist in der Tat die Frage, wie kommen wir in Deutschland zu einem gemeinsamen offenen Standard, um die Video, damit meine ich Total Video, jegliche Bewegtbildnutzung, ich hasse das Wort Bewegtbild, also Videonutzung auszuweisen, dass sie vergleichbar ist. Die zweite Herausforderung hängt mit dem sehr stark geänderten Nutzungsverhalten, mit der Fragmentierung zusammen. Das ist die Frage nach der Werbewirkung und wie wir hier wegkommen von Blickwinkel in Gattungen zu denken, hin zu einem Blickwinkel, der vom Menschen, vom Konsumenten ausgeht und fragt, was sind die Inhalte, die die Menschen interessieren, die sie unterhalten, die sie von sich aus auch gerne sehen, hören, lesen möchten, welcher Content ist es und in welcher persönlichen, individuellen Nutzungssituation erreicht dann welcher Content welche Menschen und wie kann ich das dann werblich auch zunutze machen, indem ich dann eben weiß, wer welchen Content nutzt, wie ich ihn mit der Marke verheirate und in welchen Situationen jemand etwas nutzt oder eben auch gar nicht. Das sind so die zwei Herausforderungen, gemeinsame Videonutzung ausweisen, also vergleichbar ausweisen. Ich vermeide immer das Wort Währung, weil Währung hat immer eine Preiskomponente, darum geht es aber gar nicht. Und das zweite ist die Frage der Wirkungsforschung, auch im Zusammenhang mit Reichweite. Hätte mich auch gewundert, wenn Sie was anderes gesagt hätten. Frau Niederauerkopf. Frau Dietrich, ich müsste jetzt eigentlich, weil ich ja Multiplikator bin, mehr Zeit haben. Ich versuche es aber trotzdem kurz zu fassen, weil es natürlich so ist, dass ich als Geschäftsführerin der AGF ja natürlich viele Partikularinteressen natürlich auch vor mir habe oder wir sehen dort Herausforderungen, die auf uns zukommen. Wenn ich für mich und für die AGF tatsächlich jetzt die Kernprojekte benennen müsste, wo muss es ganz klar hingehen? Im nächsten Jahr. Und wir haben ja eine große Dynamik im Markt. Das heißt, wir müssen sozusagen auch alles abbilden, was Bewegtbild ist. Es muss immer unser Leitgedanke sein, wir brauchen einen Standard, also tatsächlich einen Leitstandard. Kein Leit im Sinne eines Leit, also leichten Standard, sondern tatsächlich etwas, was dem Markt Orientierung gibt. Ich glaube, wir sind mit den Ansätzen, wie wir verfolgen, schon ganz gut mit dabei. Also wenn es um das Thema Konvergenzreichweite tatsächlich geht, das messen wir auch schon. Wir sehen auch, dass wir im eigenen TV-Panel, also im AGF-Panel, dort vieles mit auf den Weg bringen, was Single-Source-Measurement anbelangt. Also dort geht auch die Reise hin. Und natürlich auch die Integration der großen Plattformen, um dort mehr Transparenz zu bieten, mehr Vergleichbarkeit. Das sind wir einfach auch der Marktanforderung schuldig. Dafür stehen wir natürlich ein. Und wenn ich jetzt sagen müsste, was mein persönliches Highlight-Projekt ist für die AGF, dann ist es definitiv die Abbildung natürlich auch von Kampagnenmessung, Kampagnenleistung, also die Auskleidung im großmedialen Bereich, dort tatsächlich auch ein Stück weit voranzukommen, weil das natürlich auch eine ganz fundamentale, eigentlich einfache Fragestellung des Marktes beantwortet. Im Content-Bereich sind wir schon relativ weit vorne, aber dort müssen wir, glaube ich, auch noch deutlich mehr Gas geben, um dort zu einer flächigeren und besseren Abbildung zu kommen. Da haben wir ja Projekte angestoßen, es sind Piloten. Und dort ist es natürlich auch ganz wichtig, eine ganzheitliche
Sichtweise auf die Themen zu bekommen. Also das wäre jetzt so mein persönliches Signature-Projekt. Okay. Ja, vielen Dank. Das ist ja, sind ja einige Themen. Wir werden uns jetzt im Anschluss mit ein paar davon auch beschäftigen. Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich das jetzt mal hier so kurz abgefragt habe. Frau Niederaukopf, Sie haben es angesprochen, auch natürlich die Abfrage der gesamten Bewegtbildnutzung. Der Herr Meyer hat da sehr kurz gemacht am Anfang, das Thema YouTube-Integration. Vielleicht starten wir einfach mal damit. Wir hatten ja im Frühjahr die Situation, dass alle super begeistert waren, weil es einen Ausweis gab. Es ist jetzt ein bisschen ruhig geworden in der letzten Zeit rund um dieses Projekt. Wie ist denn da der aktuelle Stand, beziehungsweise was sind denn da so die Pläne oder die nächsten Schritte, die Sie gehen? Weil ich glaube nicht, dass es wirklich so still ist, wie das am Markt wahrgenommen wird. Ja, da liegen Sie auch verdammt richtig, weil es tatsächlich natürlich auch so ist, es sieht oftmals, wenn man sich die AGF von außen betrachtet, ruhig aus, aber im Kern brodelt es. So ist es natürlich auch mit genau diesem Projekt. Das ist genauso auch, wenn ich zwar jetzt das Kampagnenmessungsthema von angestellt habe, ist es trotzdem so, dass das Google-Projekt, das YouTube-Integrationsprojekt und die Zusammenarbeit ist ein Dauerbrenner. Wir haben ca. 60% Management-Attention auf diesem Thema. Ganzes Team, das dafür abgestellt ist, um dort tatsächlich auch das Angebot abzubilden. Sie haben das angesprochen. Wir hatten erstmals die Veröffentlichung aus diesem Kooperationsprojekt heraus im März diesen Jahres für den Oktober des vorangehenden Jahres, haben dort erstmals eine Zahl dargestellt und nun ist natürlich auch die Anforderung des Marktes, die in der Binnenstruktur ein bisschen auszukleiden, zu zeigen, was ist bewegliches Inventar. Das machen wir gemeinsam mit den Kollegen von Google, YouTube, sitzt ja Daniel Meyer hier, auch mit uns in der Reihe und wir sind da auch sehr ambitioniert und also still ist es um dieses Thema bei uns gewiss nicht. Und wir arbeiten natürlich auch beständig daran und haben natürlich auch noch so einen kleinen, unscheinbaren Vertrag zum Abschluss zu bringen. Und insofern, da sind wir aber gut on track. Wenn es schon mal den Ausweis gab, vielleicht an den Herrn Meyer die Frage, wie sieht das jetzt aus der YouTube-Sicht aus, die Sie ja hier auch mit vertreten? Sind Sie denn mit den Daten an sich zufrieden, die aktuell verfügbar sind? Ja, also die Daten sind erwartungskonform, so würde ich es mal bezeichnen. Also uns überraschen die nicht. Einige im Markt scheinen die überrascht zu haben, aber das ist legitim. Die Daten sind auch auditiert, erfolgreich. Wir haben jetzt hier ein Projekt, wo erstmalig im Rahmen der AGF jemand Daten mitbringt, ähnlich wie es der Kollege vorher skizziert hat. Daher gab es einen großen Audit, das hat uns auch sehr beschäftigt. Und es war aber sehr erfolgreich, ohne Beanstandung. Das wurde auch erfolgreich abgeschlossen und jetzt hoffen wir halt auf den finalen Ausweis und sind in der Tat da in einem regen Austausch, hatten auch gestern eine längere Sitzung, also da sind wir im Doing drin. Wenn Sie sagen, einige im Markt waren ja überrascht, ich weiß nicht, wie geht es denn den anderen mit den Daten? Also ist das was Sie sich zum Beispiel, Herr Schulz, erwartet hätten, wenn Sie sich die YouTube-Daten, die jetzt ausgewiesen waren, einmalig angucken? Ja, also es geht natürlich dem Werbemarkt, insbesondere den Kunden, nie schnell genug. Das ist ganz klar. Es haben auf der anderen Seite aber auch alle Ansprüche und Anforderungen an Qualitäten, an Vergleichbarkeiten und an gewissen methodischen Standards. Ja, die Frage ist einfach, was wird denn ab wann dann auch im AGF-Panel abgebildet werden. Also meine Frage an Sie, Herr Meyer, wie in dem Zusammenhang, ab wann werden Sie denn welche Werbedaten von YouTube-Nutzung zur Verfügung stellen? Ja, also ich glaube, dass wir insgesamt eine Situation vorfinden im Rahmen des AGF-Projektes, wo es wenig Dissens gibt über die Inhalte, aber unterschiedliche Vorstellungen, wann man was veröffentlicht. Und ich glaube, das hält uns in der Diskussion so ein bisschen auf. Dadurch, dass wir ein kommerzielles Interesse an diesem Projekt haben. Ich glaube, im Rahmen der AGF gibt es ja quasi so zwei Teile. Ich habe einmal die Programmforschung, die bedient wird, und dann einmal den Werbeverkauf, der bedient wird. Programmforschung machen wir nicht, also weil uns gehört das Programm nicht, sondern es wird einfach raufgeschaufelt auf die Plattform und fertig. Es wird nicht kuratiert. Von daher, dieser Programmforschungsaspekt juckt uns nicht an diesem Projekt. Das ist für die Broadcaster hilfreich und im Rahmen dieser Partnerschaften unterstützen wir das auch sehr gerne. Uns geht es um Werbung und in dem
dementsprechend wollen wir da möglichst schnell auch Werbedaten drauf haben. Und bei Werbung gibt es bei uns zwei Teile. Das ist einmal die tatsächlich ausgelieferte Werbung, das ist dann, glaube ich, das, worauf Kerstin auch referenziert hat. Und dann aber auch einmal die Frage, was von den Inhalten, die auf YouTube draufstehen, kann überhaupt mit Werbung bespielt werden? Weil nicht jedes Video, was auf YouTube drauf ist, ist auch, wie wir es nennen, monetarisierbar oder kann mit Werbung bespielt werden. Und das soll möglichst zeitnah geliefert werden. Und das ist auch, glaube ich, nie Dissens gewesen in der Gruppe. Dann meine Frage jetzt auch vielleicht an die Frau Niederauer-Kopf. Haben Sie denn aktuell Werbedaten schon vorliegen, die Sie auch analysieren können oder die auditiert werden? Von YouTube meinen Sie jetzt konkret? Nee, von YouTube jetzt speziell noch nicht, weil der Fokus jetzt zunächst tatsächlich, wie Daniel Mayer auch sagte, auf dem Content lag. Es ist aber definitiv so, dass klar, das eigene SDK, also die eigene AGF-Messung, hat dort auch die Pre-Rolls, die Post- und Mid-Rolls eben natürlich noch nicht im Ausweis, aber wir messen sie auch tatsächlich mit. Die liegen jetzt sozusagen momentan noch links im Schrank und wie Daniel Mayer auch sagte, dahinter steht natürlich auch nochmal eine gewisse Herangehensweise. Wir wissen natürlich auch, dass beispielsweise TV-Planung, ja, all das, was der Werbekunde, was die Agenturen auch tun, hat in der TV-Logik momentan ja noch einen sehr starken Ex-Post-Charakter und die Planungslogiken im Online-Bereich sind natürlich dort ganz anders. Das heißt, dort muss auch der entsprechende Ansatz her, aber dafür haben wir natürlich auch, deshalb sind wir in dieses Pilotprojekt mit Nielsen eingestartet, um dort im Bereich der Kampagnenmessung, das ist aber die tatsächliche Auslieferung der ausgespielten Werbung auf Kampagnenebene, dort auch voranzukommen, weil das natürlich auch ein Special Need ist. Aber von YouTube speziell, da geht es momentan jetzt um Content. Ja. Aber noch keine Werbung. Ja. Also mich freut das sehr und ich finde, das ist eine gute, konstruktive Situation. Auch insbesondere, dass es überhaupt keinen, wie Sie sagen, Dissens darüber gibt, nun die werblichen Daten und das, was bei YouTube belegbar ist, dann auch im AGF-System, auch in den Planungssystemen auszuweisen. Das heißt, wir dürfen uns freuen, dass in Zukunft, wie auch immer, wie weit die Zukunft ist, dieser Ausweis erfolgt. Ich hätte noch mal eine andere Frage an Sie, Herr Mayer. Das YouTube-Projekt ist ja jetzt auch global, wie ich das nachgelesen habe, durchaus innerhalb von YouTube ein Thema und wird gut beobachtet. Ja, Sie haben ja noch nicht so viele Länder, in denen Sie solche Projekte starten. Es gab ja lange eine Zurückhaltung auch auf Seiten von YouTube, was eine Zusammenarbeit mit den Chicks angeht. Woran liegt das denn, dass Sie nicht schon sehr lange Teil der Bewegtbildmessungen sind? Also ich würde nicht sagen, dass wir da zurückhaltend sind. Also, oder die Frage ist, wer ist da eigentlich zurückhaltend? Also es gibt schon Joint Industry Committees und da kann man, glaube ich, auch hier das UK JIC BARB benennen, wo die Zurückhaltung, glaube ich, auf der anderen Seite war. Also da hat man relativ geräuschvoll die Tür uns vor der Nase zugeschlagen. Also die haben sich entschieden, quasi keine Total Video JIC zu sein, sondern ein TV Content JIC. Das ist ja auch legitim, dass sie das für sich entschieden haben. Auch in anderen Ländern, gerade heute Morgen, habe ich eine E-Mail bekommen von einem JIC, das mich aufgefordert hat oder darum gebeten hat, eine schriftliche Stellungnahme zu liefern, warum wir denn nicht mitmachen würden. Allerdings haben sie nie mit uns darüber gesprochen, wie man zusammenarbeiten könnte. Das fand ich irgendwie relativ kurios. Ich sage jetzt auch nicht, welches Land es ist. Und man muss auch sagen, das erste Meeting mit der AGF war 2009. Da haben wir eine Kooperation vorgeschlagen. Da war Kerstin noch nicht Geschäftsführerin, vielleicht hat es dann geklappt. Aber da hat es auch ein paar Jahre gebraucht, bis dann die andere Seite irgendwie so sich aufgewärmt hatte, uns gegenüber. Also von daher weiß ich nicht, ob diese Zurückhaltungsgeschichte notwendigerweise bei uns ist. Aber unabhängig davon gibt es bei uns schon gewisse Notwendigkeiten, damit wir bei den ganzen JICs mitmachen können. Und der Kollege hat ja eben gerade mal so ein Chart nur für Kante aufgelegt, wie viele TV-Messungen oder Bewegtbildmessungen es gibt. Zum größten Teil werden es, glaube ich, JICs sein. Ja, also von Russland, das ist der Markt mit der höchsten YouTube-Nutzung beispielsweise. Vietnam auch ein Riesenmarkt mit YouTube-Nutzung. Es gibt, ich weiß nicht wie viele, 60, 80 Messsysteme weltweit und in allen Märkten operieren wir halt. Ja, das heißt, was für uns eigentlich das größte Problem darstellt, ist, dass wir in all diesen Ländern lokale Insellösungen vorfinden. Und wenn der Kollege sagt, dass es jetzt so Mashups gibt,
demnächst, also Italien war, glaube ich, das Beispiel, wir haben da irgendwie den Mieter von Kantar und das System von Nielsen, das war so der Augenblick in der Präsentation, wo sich bei mir so zusammenzog, ohne jetzt die Details zu kennen, aber für uns ist halt das Ideal, dass es möglichst wenige Lösungen global gibt, so 3, 4, 5, wo wir dann uns auch relativ geschmeidig integrieren können. Und das gilt auch für die Kollegen von Facebook, ohne jetzt da irgendwie das Wort wegzunehmen sozusagen. Aber das wird auch für Netflix, für Amazon und so weiter gelten, weil die Unterstützung, das ist keine Frage, oder die Menge der Märkte, die wir unterstützen möchten, das ist keine Frage von Ressourcenaufwand, das ist keine Frage von Headcounts oder von finanziellen Investment, was wir da machen, sondern es ist eine Frage von technischer Machbarkeit und auch von Datenqualität. Und das können wir nur bei relativ skalierbaren Systemen sicherstellen. Das haben wir auch, ich glaube, das war auch der Grund, dass wir das sauber erklären konnten, dass die AGF das dann auch akzeptiert hat. Von daher freuen wir uns auch über dieses Pilotprojekt. Und es muss sich ein bisschen bereinigen. Ich glaube, sonst wird es schwierig mit den globalen Plattformen. Und von daher freuen wir uns über diese Signale, die da so vom WFA kommen, von der World Federation for Advertisers, die eigentlich in die gleiche Kerbe schlagen und auch Standards, die vom MRC oder wem auch immer gesetzt werden, ist eigentlich genau das, was die globalen Plattformen brauchen, weil wir können schwerlich irgendwie in den einzelnen lokalen Märkten überall uns irgendwie so anpassen. Das funktioniert einfach, wie gesagt, technisch und auch von der Datenqualität her nicht. Das heißt, Sie plädieren eigentlich für einen internationalen Standard in irgendeiner Art und Weise, einen Ansatz, den Sie dann auch global unterstützen können? Ja, also Standard ja, aber kein Monopol, also schon ein guter Wettbewerb, sodass auch Innovation passiert, aber überschaubare Mengen. Also wie gesagt, also wenn man so irgendwie 3 bis 5 Ansätze hätte oder 3 bis 5 Anbieter, dann ist das etwas, was wir, glaube ich, gut unterstützen können. Weil was ja nicht passieren darf, ist, dass die Produktentwicklung, also der Benefit für den Nutzer, der Messung irgendwie hinten anstehen muss. Und das ist halt das Riesenproblem, was wir haben. Oder dass wir auf einmal sehen, dass die Latenzzeiten wegen der Messung sehr groß werden, man deswegen irgendwie auf dem mobilen Endgerät keine Videos mehr schauen darf, einfach weil die Messung irgendwie so viele SDKs und Messbibliotheken installiert sind, dass da irgendwie riesig rumgerödelt wird, wenn man gerade mal an der Bushaltestelle ein Video schauen will. Das kann es halt nicht sein. Also der Nutzer darf ja nicht leiden. Und von daher, ich glaube, so eine Handvoll, das wäre für uns absolut stemmbar. Und das ist das, wonach wir auch schauen. Wir haben auch mal angeregt, ob vielleicht alle Jigs sich mal in Europa zusammentun könnten und mal sagen könnten, wie sie sich das eigentlich mit uns vorstellen. Das war jetzt auch nicht, also da nochmal irgendwie Gegenliebe ist jetzt auch nicht so richtig drauf gestoßen, aber vielleicht kommt das ja noch. Also wir sind da weiterhin optimistisch. Auch wenn Frau Niederauer-Kopf schon zuckte, ich würde jetzt mal das Wort gern an die Frau Reiter wenden. Sie sind ja als Discovery auch international unterwegs. Wie sehen Sie denn dieses Thema internationaler Standard? Ist das was Sie begrüßen würden oder was Ihr Haus begrüßen würde an der Stelle? Ja, auch ein paar Punkte dazu. Also tatsächlich, wenn ich mich mit den Kollegen in den USA oder auch London und so weiter austausche, und wir haben im Vorfeld auch nochmal gesprochen, und wenn man das dann sieht, dass exemplarisch 3 Länder vorgestellt werden und 3 unterschiedliche Systeme aufgebaut werden, dann sagen die international Kollegen natürlich auch, Mensch, es wäre schön und wünschenswert, wenn wir hier Möglichkeiten finden würden, dass wir das einfacher hinkriegen und einfach skalieren können. Das wäre auch für uns als International, zum Beispiel für den Eurosport-Player, für die Ausweisung natürlich deutlich einfacher. Wohl wissend aber auch, dass es halt nicht so einfach ist und dass wir hier lokale Chicks haben. Und da muss man natürlich sagen, wir haben mit Deutschland wirklich ein System, das international auch sehr angesehen ist. Das wird uns in der Firma auch immer wieder zurückgespielt. Da ist All Eyes on Germany, gerade was jetzt auch die Gespräche mit YouTube betreffen. Insofern dürfen wir da schon unseren deutschen Weg auch weitergehen. Was wir eigentlich auch noch mit reinwerfen wollen würden, ist einfach dieses Thema KPIs angleichen, dass man einfach eine Sprache spricht, wann startet ein Video, was ist ein Video-Startwort, also wenn wir über Total Video etc. sprechen, selbst hier, ich kriege dann Mails aus Italien und verstehe gar nicht, was die für Metriken haben, weil das schon wieder ganz andere Denkweise ist, als wir hier haben. Und da würden wir uns auch wünschen, wenn da einfach mehr Austausch wäre und einen Angleich über die Länder hinweg geben könnte. Ja, das kann ich auch nochmal unterschreiben. Also ich bin ja eher von der technischen Integrationsrichtung gekommen, weil wir eben Daten hinzufügen. Aber genau dieses Thema KPIs ist auch etwas, was natürlich bei uns in der Firma schwer zu akzeptieren ist, dass es
obwohl es um die gleiche Sache geht, man ist mehr oder weniger komplett unterschiedlich definiert. Also das macht die Vergleichbarkeit zwischen den Ländern unglaublich schwierig. Und dann auch irgendwelche Allokationsentscheidungen, die man vielleicht auf Basis dieser Daten treffen will, einfach schwer. Von daher, wie gesagt, auch diese Initiative von MRC, da irgendwie so mal vorzuschlagen, wie gewisse Metriken standardisiert werden können. Man kann ja irgendwie drüber streiten, ob das richtig oder falsch ist, aber zumindest mal einen Standard zu haben, das ist, glaube ich, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wobei Sie ja, glaube ich, auch von unterschiedlichen KPIs sprechen. Der Herr Schulz wollte, denke ich, auch noch was. Wie sehen Sie dieses Thema internationaler Standard? Es geht ja auf Weihnachten zu und man kann sich was wünschen. Aber auf diesem Thema ist das Leben nun mal kein Wunschkonzert. Das liegt schon ganz einfach an der unterschiedlichen, komplexen, historischen Entwicklung der Märkte. Alleine wie sich die TV-Märkte unterschiedlich entwickelt haben, hat verhindert, dass es einen globalen Standard gibt. Wir waren beispielsweise in Deutschland die Ersten, die überhaupt Reichweiten nach Werbeinseln ausgewiesen haben. Das kannten die Engländer nicht. Als wir in den 90ern die Engländer aus den Agenturen zu Gast hatten und die sahen, hier gibt es ein Tarifgruppenschema mit Preisen nach Werbeinseln, die einzelnen vermeintlich gleich performenden Tarifgruppen zugeordnet waren, da haben die Steine und Beine gestaut. In England hieß es, we buy a program. Dort hat man Programmratings gekauft. In USA auch. In einigen Märkten ist das heute noch so. Dazu haben sich parallel ganz andere Vermarktungssysteme mit ganz anderen Playern entwickelt. In Italien hat man ein Cost-per-GRP-System gehabt. In Deutschland hat man die Preise, wie gesagt, und die Performance nach einzelnen Inseln getrackt und dann den Plan daraus gemacht. Und so hat sich in Frankreich und in USA Unterschiedliches herausgebildet. Und das ist natürlich auch dann auf die Messsysteme mit durchgeschlagen. Allein die Frage Program versus Werbung, das zu isolieren, das rauszuziehen. Dann haben wir die unterschiedlichen Logiken natürlich aus der Sichtweise des linearen TVs. Wenn ich als Programmmacher hingehe und ich möchte mir den Audience Flow anschauen und ich möchte jetzt wissen, wie ist das Zuschauerverhalten, wie ist Zapping, wie wechseln die, wie lange bleiben die in einer Sendung drin, wie muss ich die Sendung optimieren. Das ist etwas ganz anderes, als wenn ich eine Plattform anbiete von anderen Companies oder von privaten Menschen, die eben hier ihre Videos hochladen und dann drumherum schaue, wie kann ich jetzt die Werbung konfektionieren, dann interessiert mich natürlich die Werbung. Und dann interessiert mich hier auch nur die Viewability dessen, was da gesehen worden ist. Und dann sind wir in der Diskussion, Viewability-Standards zu setzen, können uns auf 50:2 nur wirklich nicht gütig einigen, denn ein 10-Sekunden-Spot, den ich 5 Sekunden auf dem halben Bildschirm sehe, das mögen die Procter & Gambles und Unilevers dieser Welt nie und nimmer akzeptieren, das machen wir nicht in Deutschland. Dann habe ich aber im TV immer noch die Logik zu sagen, ich rede von der Sehbeteiligung, ich setze also in Relation die Dauer, die jemand eine Sendung, die zeitlich begrenzt ist, genutzt hat, die Dauer, die er gesehen hat, in Bezug auf die Sendungsdauer. Das ist eine ganz andere Logik als die jetzt, die wir bei der Viewability und die wir im Online haben, wenn ich ein Video schaue. Und das übereinander zu legen, es kann technisch gehen, da gibt es Ansätze, die das zeigen, aber was wir eben auch brauchen dazu, ist dann eine Konvention, die Werbeinselreichweite in der Brücke setzt zu der dann definierten Viewability und zur Spotreichweite. Auch da kann man sich auf den Standard einigen, das ist denkbar. Nur das in den verschiedenen Märkten weltweit hinzukriegen, das ist bis Weihnachten mit Sicherheit nicht möglich. Aber ich wollte damit nur aufzeigen, wenn es denn so einfach wäre, dann wäre schon längst passiert. Frau Niederauer, Kopf zuckt schon. Ich würde Sie jetzt mal ganz kurz reingrätschen. Ich zuck ja schon relativ lange. Genau. Und wer mich gut kennt, weiß, dass ich jetzt richtig geduldig war. Also um das so zu sagen, ein bisschen Spaß muss sein. Es ist, glaube ich, auch tatsächlich so, ja, die Märkte ticken komplett anders. Und ja, ich kann das Ansinnen auch vieler internationaler Werbekunden verstehen, dass man sagt, wir hätten gerne eine Einheitlichkeit, einen Standard. Aber wie es nun mal so ist, und das zeigen tatsächlich auch unsere Evaluationen aus den Projekten heraus, wir haben jetzt ein Projekt am Start mit und auch alle Projekte, auch wenn es um Werbetrackings geht, etc. pp. Und Messung, dann ist es so, dass sich insbesondere auch die Kunden und auch die Agentur kaum von diesem German Gold Standard verabschieden können, weil wir kein Reporting System haben, sondern wir haben tatsächlich an der Stelle, wir haben personenindividuelle Nutzung im Panel, die wir dort abbilden. Jeder kann sich sein Report zusammenstellen. Wir haben eine extreme Flexibilität in diesem System und wir sehen dann die Klappen, die vor uns aufliegen und den Anforderungskatalog, wenn es im Bereich des Online-Measurements darum geht, tatsächlich die Güte
des Kontakts, also die Kontaktqualität aus einer reinen Messung heraus abzubilden. Insofern glaube ich, ist ein internationaler Standard der kleinste gemeinsame Nenner, den man dort haben kann. Aber das ist natürlich nicht, und das sehen wir aus anderen Projekten momentan, ganz konkret, das ist nicht das Ende dieser Fahnenstange, sondern der Kunde will insbesondere im Online-Bereich, da bestehen ganz, ganz andere Anforderungen und die sind mit Sicherheit auch ein Stück weit der Marktdynamik geschuldet. Wir haben in Deutschland, glaube ich, einen extrem starken TV-Markt, weil wir einen Free-TV-Markt haben, noch mit einem entsprechend guten Programm. Ja? Und es gibt Märkte, wie auch in USA mit Cord-Cutting, ja? Da gibt es eine ganz andere Systematik, wo beispielsweise auch Plattformen, Content-Plattformen wie Netflix ganz anders performen, weil es eben der Markt so hergibt und weil man sich natürlich auch die Frage stellt, bevor ich investiere, ja, kann ich natürlich genau meinen Content auf so einer professionellen Plattform abziehen. Insofern hat für mich alles eine Daseinsberechtigung, wie der deutsche Markt damit spielt und das sehen wir ganz genau, weil wir momentan als AGF ganz nah am Markt und mit dem Markt arbeiten. Wir sehen dort, dass die Anforderungen insbesondere im Online-Bereich extrem hoch sind. Aber auch hier gilt an dieser Stelle erstmal pragmatisch in der Entscheidungsfindung zu sein, wenn es um KPIs geht, aber präzise dann in der Umsetzung und diesen Standard weiterzuentwickeln, auch für den deutschen Markt. Und wenn man natürlich dann mit internationalen Plattformen arbeitet, da bin ich ganz bei Daniel Meyer, dass man dort sagt, okay, wir haben hier lokale Besonderheiten, lokale Gegebenheiten. Wir werden zukünftig nicht mehr alles in der Granularität in die Abbildung bringen können, weil das auch der Fragmentierung des Marktes und der Fragmentierung der Angebote geschuldet ist. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass der deutsche Markt, und das sehe ich immer wieder aus den Gesprächen, die ich auch mit den Agenturen, mit den Kundenvertretern auch führe, jenseits unserer Gesellschafter, die uns klar die Aufgaben ins Tanzbuch schreiben und uns erklären, was der Special Need ist, was sie gerade im Bereich der werblichen Messung erwarten, wie monetarisierbarer Content ausgewertet werden muss. Und da ist natürlich der deutsche Fernseh-, Bewegtbildforscher, Online-Forscher extrem verwöhnt, weil die Systeme natürlich so da sind. Das ist ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, auf der einen Seite ist der Teufel sitzt rechts und der Engel links, ja, und ich glaube, der Markt wird umdenken müssen, wenn es darum geht. Herr Meyer. Also ich meinte das jetzt nicht auf unsere Konstellation, nein, ich sage auf meiner Schulter. Also man ist so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite hätte man gerne die Präzision natürlich in der Messung und auf der anderen Seite werden wir wissen, dass wir zukünftig ein bisschen anders an das Thema herangehen müssen und nicht mehr alles in dieser extremen Feinporigkeit werden messen können. Ja, ich glaube, irgendein Tod muss man sterben. Ne? Also ich glaube, darauf läuft es hinaus. Ja, gefühlt wird die Diskrepanz zwischen der Nutzungsrealität und der Messung eher größer als kleiner. Und das hat einfach mit der Erwartungshaltung zu tun, dass man mit der Granularität, die man heute hat, dass man da weitergeht und weiter fortfährt. Und ich glaube, das ist unrealistisch einfach. Also das ist vielleicht wünschenswert, aber ich glaube, unrealistisch. Ich begrüße die Diskussion, die auch von Ihnen hervorgehoben wird, zum Thema Wirkung und Reichweite verknüpfen und so weiter und so fort, finde ich gut. Aber die Gefahr, die ja für mich auch hier so ein bisschen mitschwingt, ist, macht man da zu viel? Oder wie kann man das voneinander trennen, sodass es noch managebar ist? Ich glaube insgesamt, dass die TV-Märkte unterschiedlich sind, keine Ahnung, ist nicht mein Beritt. Die Online-Märkte sind noch nicht so unterschiedlich. Und da ist eben etwas, wo wir sagen, warum muss ich jetzt wirklich eine Viewability hier und dort anders definieren, also warum kann man da keinen globalen Standard finden? Das leuchtet uns nicht so wirklich ein. Also gibt es da wirklich unterschiedliche Ansichten zwischen USA, UK und Deutschland? Also wirklich, also das kann ich mir auch schwer vorstellen, dass dem so ist, weil eben Online-Werbung ein relativ globalisiertes System auch darstellt. Wenn man auch so etwas redet wie Viewability, ja, kann man machen. Ich glaube jetzt in der Konstellation, in der wir uns im Augenblick bewegen, ist das eigentlich ein relativ uninteressantes Thema, weil wir über Plattformen reden, die eine sehr hohe Viewability haben und dann muss man sich halt schon fragen, macht man das wirklich oder gibt es andere Themen, die größere Priorität haben? Oder ist man so ambitioniert, dass man sagt, naja, Viewability ist ja eigentlich nur ein Zwischenschritt zu dem Thema, gucke ich eigentlich hin, weil die Tatsache, dass man hingucken könnte, ist das wirklich das, was interessiert, oder ist es eher die Tatsache, dass jemand hinguckt, also Attention, das, was man messen will, und das dann eben auch über verschiedene Endgeräte hinweg, sodass man eben auch eine wirkliche Vergleichbarkeit herstellt bei etwas, was dann auch für die Werbung Relevanz hat. Also entweder ganz ambitioniert oder halt sagen, okay, vielleicht hat es jetzt gerade nicht die Priorität, aber ich glaube, man muss
wirklich sich genau überlegen, wann man was macht, weil ansonsten werden wir irgendwie ständig hinterherrennen. Das ist so ein Hase-und-Igel-Spiel. Ja, die Frage ist ja auch, wenn es um Viewability geht, im Online-Bereich kann man das natürlich messen, ja, was ist am Bildschirm, so wie viel Prozent. Diese Diskussion gab es ja auch im linearen Bereich schon um Werbeinseln. Ja? Wie sieht es da eigentlich aus mit der Viewability und sind eigentlich Spots am Anfang oder am Ende mehr gesehen als die in der Mitte, weil dann gehe ich vielleicht in die Küche und hole mir was oder ich schalte um, wie auch immer. Herr Schulz, wie sehen Sie denn das, dieses Thema im linearen TV, Viewability und Werbeinseln? Ist das noch ein zeitgemäßer KPI oder müsste man da auch umdenken und ein bisschen mehr in die Online-Währung reingehen, was die Messung angeht? Ja, die Sichtweise ist nicht linear oder online, weil der Mensch, der User, der Nutzer so überhaupt nicht agiert. Der kann das auch nicht unterscheiden, der will das auch nicht unterscheiden. Wenn ich junge Menschen frage, mit so zwei Ohrstöpseln, und ich war über Masken gerade, dann kriege ich drei Antworten. Der eine sagt, ich höre gerade meine Playlist, der nächste sagt, ich höre gerade Spotify, der dritte sagt, ich höre Radio. Das können die nicht untereinander halten. Denen ist es auch wurscht, ob ich jetzt den Content über eine Mediathek zeitversetzt beziehe, ob ich das live im Linearen schaue oder ob ich das auf einem anderen Wege auch per App oder anders sehe. Es geht den Menschen um den Content und um die Nutzung dieses Contents. Und genauso gut sagt sich der Werbungtreibende zunächst natürlich mal, Moment mal, ich habe jetzt hier einen 10-Sekünder. Und jetzt wird der im sogenannten Linearen ausgestrahlt und jetzt sehen Menschen den. Und jetzt haben andere einen kleinen Bildschirm und den sehen auch Menschen und da sehen die jetzt auch meinen Spot. So, und jetzt lieber Jix und liebe Googles dieser Welt, nun bringt mir das bitte vergleichbar, weil aus Sicht des Nutzers geht es nur um den Inhalt, geht es um den Content. Also macht mir das bitte vergleichbar. Das ist die Krux an der Sache. Es geht gar nicht so sehr um das Lineare als solches. Natürlich kann ich jetzt hingehen und sagen, okay, wie ist die Situation im Linearen? Da komme ich sehr schnell in Deutschland zumindest dahin zu sagen, im Grunde haben wir mit den Werbeinselreichweiten, die wir haben, ein Äquivalent, was sehr, sehr nahe an der Spotreichweite ist. Denn so wie die Architektur der Werbeinsel ist, haben wir zu Beginn oder am Ende eines Programms dann einen gesondert kodierten Spot, danach einen Trailer und erst danach einen Trenner dann wieder und erst dann kommt die eigens kodierte Werbeinsel. Bis dahin sind aber 40 Sekunden rum und in diesen ersten 20 Sekunden hat das Umschaltverhalten dann schon lange stattgefunden, sodass ich davon ausgehen kann, dass die meisten Spots dann in der kodierten Werbeinsel um den Index 95 bis 105 irgendwie oszillieren, also sich gar nicht mehr so groß unterscheiden. Also ist eigentlich blöd, wenn jemand dann da noch die Erstplatzierung bucht. Zumindest aus Reichweiten-Gesichtspunkten ist das kein großer Unterschied mehr und ich kann nur abraten, dafür extra zu bezahlen. Das heißt, hier hätten wir schon mal eine Idee aus dem Markt, wie man hier im TV die Werbeinselreichweite gleich Spotreichweite setzt. So, und jetzt kann ich ja sehr schnell hingehen und sagen, okay, jetzt habe ich hier meinen 10-Sekünder. Die Wahrscheinlichkeit, dass den jemand 10 Sekunden guckt und nicht 8 Sekunden oder 7 oder 3 Sekunden, ist relativ hoch. Jetzt könnte ich ja hingehen und sagen, jetzt nehme ich hier die Brücke zur Viewability im Video und sage, okay, dann ist vielleicht 7 Sekunden ein Maßstab. Also nur mal als ein Annäherungsweg, nur mal als eine Idee. Die Krux an der Sache ist, man müsste sich im Markt hier nun wirklich aus den unterschiedlichsten wirtschaftlichen Interessen auf einen offenen Standard einigen. Also offener Standard heißt methodisch transparent, für jeden nachvollziehbar, mit Konventionen, die gemeinsam von allen Playern auch abgestimmt sind und wo alle Spieler auch die Möglichkeit haben, gemeinsam zu entscheiden, wann und ob sie diese Konvention ändern wollen. Es ist wie ein offenes Spiel, wo jeder die Regeln kennt, wo jeder die gleichen Würfel in der Hand hat und wo jeder jetzt spielen kann entsprechend. Was die Märkte nicht wollen, sind geschlossene Standards, sogenannte Walled Gardens, die kennen das Thema schon, wo dann ein Spieler sagt, ach liebe Spieler, spielt doch lieber unser Spiel. Die Regeln kennt zwar nur ich und meine Würfel sind ein bisschen anders als eurer, aber spielt doch lieber mein Spiel mit, das ist doch viel besser. Und das ist dann etwas, wo andere Player am Markt sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen einen offenen Marktstandard und alle Partner im Markt sind eingeladen, hier mitzuspielen. Und das ist einer der Vorteile der Jigs, wie wir sie in Deutschland haben, dass sich die Player eben hier auf die Standards einigen können.
dass es eben methodische Konventionen gibt, dass man sich zusammenhockt, dass auch mal Fehler passieren, das macht es dann auch mal zäh. Aber ich habe eben die Vorteil, mit offenen Standards und mit Transparenz arbeiten zu können. Aber Sie wollen Herr die Walled Gardens ja jetzt alle einreißen, da habe ich das vorhin verstanden, das ist ja hervorragend. Nein, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Ihren Punkt verstanden habe, was ein offener und was ein geschlossener Standard ist, aber was ich vorhin angesprochen habe mit einer Vereinheitlichung von Metriken, ich glaube, das ist das, was Sie mit offenen Standard meinen, also da sind wir absolut bei Ihnen. Ich stelle halt nur in Frage, muss es das wirklich in Deutschland, muss das in Deutschland anders sein oder für Kunde X anders sein als für Kunde Y, in Deutschland anders als in UK und so weiter. Also was wir halt bevorzugen würden, ist, dass sich das angleicht global, also sodass man eben auch zwischen den Märkten vergleichen kann, weil so unterschiedlich ist die Nutzung, zumindest von der Online-Welt, nicht von den Nutzern her, dass es da andere Metriken bedarf aus unserer Sicht. Ich glaube, alle werden sich auch darauf einigen können, dass ein solcher Standard nicht die eine oder andere Plattform oder den einen oder anderen Anbieter benachteiligen sollte oder dass es einen höheren Standard für den einen als für den anderen geben sollte. Ich glaube, darauf kann man sich auch einigen. Und wenn das eingehalten wird, dann sind wir auch dabei. Und was dann noch dazu kommt, das Letzte auch, keine Angst, ist, wir kommen immer sehr stark vom Nutzer, gut, das sagt jetzt jeder, aber wir kommen, versuchen vom Nutzer zu kommen und es gibt halt schon so Angebote, wo man sich fragt, werden die noch bestehen bleiben, wenn es gewisse Metrikendefinitionen gibt? Also wenn man irgendwie so anfängt mit Sehbeteiligung rumzuspielen, wird denn ein Format, ein Werbeformat, was man überspringen kann, wird das noch am Markt bleiben? Und aus Nutzersicht wäre das wünschenswert, weil wenn ich irgendwie zum Content will und mir wird Werbung gezeigt, ich will die nicht sehen, ich kann die wegklicken, ist das gut. Aber was aus meiner Sicht dann nicht passieren darf, ist, dass eine Metrikdefinition dazu führt, dass dieses Werbeformat quasi durch die kommerziellen Notwendigkeiten gekillt wird. Das darf nicht passieren, weil dann wird irgendwann das Inventar einfach schwinden. Und nicht nur bei dem Anbieter, sondern bei allen. Und ich glaube, wir sehen auch, dass es Plattformen gibt, die Werbung ausspielen, die vielleicht die Nutzer auch so ein bisschen abschrecken. Es gibt Plattformen, wo das ganz gut funktioniert. Und dass die ganze Branche auch noch in der Erfindungsphase. Und ich glaube, da muss man auch wirklich aufpassen, was da an Metriken kommt und welche Konsequenzen das dann auch für den Nutzer hat. Ja, da bin ich absolut bei Ihnen. Da müssten wir im gesamten Markt auch gerne mal etwas aufräumen. Das gilt dann aber für alle Gattungen. Nur um ein Beispiel zu nennen, also wir haben informativen journalistischen Content. Der kommt daher auf gedrucktem Papier, der kommt daher auf Apps, der kommt daher über Webseiten, der kommt daher über E-Paper. Jetzt verlangt aber die IVW, dass wir E-Paper genau so redaktionell gestalten wie die Zeitung. Und wenn wir das nicht tun, dann ist das keine Zeitung mehr. Da sagt sich aber natürlich jeder Nutzer und jeder, der das Medium gestaltet, hey, what the fuck, warum kann ich jetzt hier kein Video hier mit einbauen? Warum kann ich das nicht anders grafisch gestalten, weil ich ja auch einen anderen Bildschirm und eine andere Oberfläche habe, als so doppelt Papier? Was soll denn der Mist? Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir uns von diversen Überregulierungen dann einfach auch mal lösen und einen gewissen Pragmatismus an den Tag legen. Und das gilt für die Sichtweise für Video dann auch mal. Das wird dann für den einen oder anderen dann eben auch eine Diskussion und das ist dann auch der Punkt, wo mein Freund Uwe Storch manchmal die deutsche Kleinstaaterei zu Recht bemängelt. Ich sehe schon, wir könnten hier wahrscheinlich auch noch eine halbe Stunde oder noch eine Stunde oder noch einen ganzen Tag über dieses Thema diskutieren. Ich finde es schön, dass es zumindest das Bestreben von allen Seiten gibt, hier eine Vereinheitlichung oder eine Vereinfachung hinzubekommen. Ich würde gerne noch ein anderes Thema mit andiskutieren, das ja auch in der ersten Runde aufkam. Und das ist das Thema, was kleine Angebote betrifft. Die Frau Reiter hat es angesprochen. Es passiert ja immer wieder, dass Special Interest Angebote auch im AGF-Panel zum Beispiel einfach keine Messdaten aufweisen, weil es sehr kleine Angebote sind, die nur von bestimmten Zielgruppen genutzt werden, wo irgendwas passiert ist, dass da eben nichts gesehen wurde, obwohl man eigentlich davon ausgehen könnte, dass eine Nutzung stattgefunden hat. Das ist natürlich ein Thema von Panelgrößen. Gibt es denn da Vorstellungen von Ihrer Seite, wie diesem Problem begegnet werden könnte, weil jetzt einfach nur sagen, gut, dann verdoppeln wir die Panelgröße. Wenn es so einfach wäre, dann hätten Sie das ja schon gemacht. Ich nehme an, Sie fragen mich, was wir uns dabei denken. Also ja, vollkommen klar, es ist für uns, und die Frau Reiter setzt das natürlich nicht ohne Grund, ist auch eine unserer Grundaufgaben, auch im Tanzbuch, dass wir uns genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Es ist das Thema, ob wir das jetzt Zensusmessung am TV nennen, also Return Path Data, um kleinere Angebote dort wesentlich besser in
in die Abbildung zu bringen. Das ist zumindest der Grundgedanke, der dahinter steht. Sie haben das, oder Herr Nielsen hat das ja jetzt auch dargestellt, dass das auch ein Thema ist, das auch von Ihnen praktiziert wird. Wir haben beispielsweise dafür natürlich auch im AGF-Panel gemeinsam mit der GfK begegnen wir natürlich solchen Themen ebenfalls. Also wir schauen natürlich schon, welche Möglichkeiten es dort gibt, also über die eigene Messung, also Daten anzureichern, zusätzlich dort Konzepte zu ersinnen, wie wir uns mit diesem Thema befassen. Es geht natürlich auch darum, dass wir sagen, über eine Routermessung, also wir haben tatsächlich Messrouter in den AGF-Panel-Haushalten, die dort auch den Traffic noch mit abbilden können. Zusätzlich kann man sich über ähnliche Modelle unterhalten, um dort die Nutzung zu verbessern. Nur ist natürlich für mich eine grundsätzliche Fragestellung, die stellt so ein bisschen auf das methodische Gerüst ab. Wenn wir Panels aufstellen, dann rekrutieren wir dort aufgrund Soziodemografie, also wir rekrutieren dort nicht nach Nutzung, sondern wir gehen davon aus, dass ein Panel in einer gewissen Größe die Gesamtbevölkerung Deutschlands, ja, und dort die Bewegtbildnutzende oder die TV-Schauende, dass die dort repräsentativ in ihren Strukturen abgebildet wird. Die Zensusmessung am TV, die wir dann dort anlegen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herangehensweise, weil wir stellen quasi eine Nutzungsaußenvorgabe heran. Also wir gehen davon aus, dass wir das, was wir dort im Brutto haben, dass wir das im Prinzip mit einer Soziodemografie in Einklang bringen. Und das ist natürlich etwas, wo man sich auch klar darüber sein muss, dass man dort einen neuen Weg beschreitet, dass man sagt, okay, die Panelgrößen, was ist die optimale Panelgröße, ist das tatsächlich überhaupt wirtschaftlich noch zu gestalten? Da kann ich Ihnen klar sagen, nein, das ist es definitiv in der Form nicht, weil was ist die optimale Panelgröße, sondern wir werden zukünftig quasi wie ein Operateur, ja, in seinem Operationskasten verschiedene Instrumentarien haben müssen, mit denen wir tatsächlich uns diesen Herausforderungen eines immer stärker fragmentierenden Marktes und eines immer konvergenter werdenden Marktes begegnen. Also das ist eine ganz wichtige Fragestellung. Insofern, das ist kein Thema, das wir aussparen. Wir hören dort tatsächlich, wir haben Neugesellschafter bei uns natürlich in der AGF, die genau mit so einem Thema befasst sind. Darüber hinaus ist es so, auch die großen Vermarkter haben sich ja im Laufe der Zeit quasi selbst fragmentiert, über die Sender der zweiten und dritten Generation. Also das heißt, dort ist tatsächlich auch der Anspruch, und der kommt natürlich auch von uns, ich sagte das bereits, wir forschen nicht für uns im Elfenbeinturm, sondern tatsächlich mit dem Markt und am Markt. Wir wollen Bewegtbild so abbilden, wie es tatsächlich den Nutzungsgewohnheiten entspricht. Nur ist es tatsächlich so, dass man sagen muss, was ist unsere Außenvorgabe? Unser Panel, wir wissen, dass wir weltweit eins der besten Panels überhaupt haben. Also es geht nicht umsonst, natürlich auch, ist immer der Gedanke parat mit Deutschland, wir haben es mit einem German Gold Standard zu tun. Und hier ist natürlich auch die Frage, wie bringt man die Methoden in eine gute Kombinatorik? Weil das, was wir nicht wollen, was wir keineswegs in Abrede stellen wollen, ist, dass unser Panel nicht funktioniert. Also dafür ist der Invest, den wir dort betreiben, einfach zu groß. Also wenn wir uns das angucken, ist kein Geheimnis. Wir haben mehr als 35 Millionen im Jahr, die wir für Forschungsleistung investieren. Das ist, glaube ich, eine ganz stramme Zahl, die man mal in sich bewegen muss. Und da ist die Frage, wie setzt man zukünftig genau dieses Forschungsgeld, was wir dort haben, wie setzen wir das optimal ein, um den Marktgegebenheiten zu entsprechen? Ich kann das nur unterschreiben, was Kerstin da sagt, und ich glaube, wenn ein Land es schafft, dann sollten wir das sein, weil wir eben schon ein sehr gutes System haben und gleichzeitig ja zweitgrößter Werbemarkt in Europa. Also da ist ja auch eine gewisse Relevanz da, gerade für uns kleine Sender. Ich sage jetzt uns kleine, alles unter 2% Marktanteil jetzt im Linearen mal. Wir wachsen und wachsen, also wir alle zusammen sind immerhin schon bei 30% Marktanteil, und das ist natürlich für uns kleine Sender dann auch existenziell, dass wir da an der Währung, jetzt strapaziere ich das Wort Währung, natürlich dann dementsprechend gut dann auch abgebildet werden. Die Frage ist halt nur, wie weit muss es runtergehen? Ich glaube, methodisch gibt es da so eine Art Konsens. Die Frage ist halt wirklich nur, wie weit geht es runter? Wenn Sie YouTube nehmen, pro Tag mehrere Dutzend Millionen einzelner Videos werden angeschaut in Deutschland. Wir haben mehrere Milliarden Videos auf unseren Servern liegen.
wir bringen in die AGF 70.000 Channel im Augenblick ein. Ja, Sie gehen in das Tool rein, machen nur Dropdown-Menü und dann kommt, gehen die Channel darunter. Wer will das noch analysieren? Das ist das eine. Das zweite ist, wenn wir in der TV-Welt uns bewegen, ob nun Return Pass Data, was Haushaltsdaten sind oder Panel-Daten, die individuell sind, wir reden noch über ein relativ homogenes Medium. Ja, Fragmentierung und so weiter ist schon klar, aber das ist ein Sendeprotokoll, das ist 24 Stunden, da sind irgendwie 30, 40 Shows am Tag oder irgendwas. Das ist noch relativ homogen. Im Bereich Online, wenn Sie YouTube nehmen, komplett fragmentiert. Das, was Sie dort möglicherweise für ein Individuum erstellen, ist ein Nutzerprofil, was hochspezifisch ist. Und ich glaube, man muss sehr genau aufpassen, wie tief man da in die Messung reingeht, weil möglicherweise irgendwann der Punkt kommt, dass nicht wir hier dann über die Messung entscheiden, sondern andere, nämlich diejenigen, die Rechtsprechung machen im Bereich Online-Privatsphäre und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind die beiden Abers, die ich da reinwerfen würde, nämlich erstens, was ist überhaupt noch analysierbar, was können wir überhaupt noch verarbeiten, dass wir noch Informationen rausziehen, und dann das zweite ist Online-Privatsphäre und Restriktionen, die wir auf der Seite haben. Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, und das ist auch genau das, was ich vorhin meinte. Wir werden ein Stück weit in Deutschland auch umdenken müssen. Also wir sollten nicht von unserem Qualitätsanspruch ablassen. Also das ist tatsächlich so, dass wir dann uns auf ein Aggregat einigen müssen, ja, was dort tatsächlich auch sinnvoll abgebildet werden kann. Es ist nicht mehr vielleicht das Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Video, ja, aus 2014 von Navy CSI, was halt in der Videothek oder in der Mediathek steht und dort abgerufen werden kann, sondern dort, und das muss natürlich auch der Anspruch der AGF sein, dass wir stabile Zahlen bereitstellen, also stabile Zahlen, die planbar sind, ja, die draußen den Mediaplanern, den Kunden ja, eine gute Basis für die tägliche Arbeit auf Basis derer, und das darf man nicht vergessen, also man muss sich immer überlegen, was wird denn mit diesen Daten dort getan und welche Entscheidungen werden dort getroffen, und insofern ist es natürlich wichtig, dass wir sagen, es muss so präzise wie möglich sein, dem Anspruch wird die AGF immer verpflichtet bleiben, aber die Frage ist, kann ich tatsächlich alles, kann ich jedes Staubkorn anleuchten? Und das ist natürlich bei der Marktfragmentierung, die wir haben. Es ist egal, ob ich jetzt tatsächlich auf YouTube unterwegs bin oder ob ich mir andere Angebote anschaue. Das ist auch auf den Plattformen der großen TV-Vermarkter ist das natürlich auch ähnlich. Also das ist jetzt kein YouTube-spezielles, spezifisches Thema, sondern das ist etwas, und wir sehen, dass die Plattformen wachsen. Wenn wir mal nach Köln schauen, schauen uns dort an, was die Ad Alliance baut, ja, dann haben wir dort ganz neue Dynamiken im Markt, die sich jetzt auftun. Und ich beobachte das mit einem sehr, sehr wachsamen Auge, weil ich einfach sage, hier entstehen auch Anforderungen für uns in der AGF, und für die müssen wir definitiv gewappnet sein. Da brauchen wir Antworten. In dem Moment kommt auch wieder das Stichwort Content ins Spiel, was mich freut, weil es für den User, für den Nutzer geht es um diesen Content. Und es geht für viele Medienhäuser, die sich früher vielleicht mal Verlage nannten oder die sich früher TV-Sender nannten, auch darum, ihren Content auf den verschiedensten Kanälen zu den Zielgruppen auszuspielen. Es gibt ja zum Beispiel nun auch diverse TV-Sender, ich hörte von denen, dass die sogar einen YouTube-Channel bei euch betreiben. Ja. Und da ist es dann natürlich auch wieder so, dass dann der Anbieter sagt, so, ich will das, ob ich das jetzt linear, nonlinear, ob ich das auf dem kleinen, auf dem großen Bildschirm, ob ich hier noch einen YouTube-Channel habe. Und der Werbetreibende sieht es genauso. Das möchte ich gerne von der Nutzung her content-spezifisch ausgewiesen haben. Und dann, glaube ich, kann man bei YouTube schon zu einer Vereinbarung kommen, dass man sagt, nein, ich kann nicht die Nutzung jedes privaten, hochgeladenen Videos ausweisen. Ich kann aber schon, wenn es um den professionellen Content geht, der vielleicht auch noch in Zusammenhang mit anderen Kanälen stehen, da müsste ich schon zu Vereinbarungen kommen können. Aber umso wichtiger ist, weil die Frage ist in der Tat sehr schwer zu lösen, da gebe ich Ihnen recht, da pragmatisch zu Aggregationsstufen zu kommen, aber umso wichtiger ist natürlich, dass wir hören, dass es auf der Werbeebene kein Problem gibt und wir von daher alle belegbaren Werbedaten von Ihnen kriegen. Ja, und Sie kaufen ja keine Werbung bei uns auf das eine Video, einzelne Video ein, noch nicht mal auf der Channel-Ebene, ne, sondern da gibt es andere Aggregationsstufen, Sie kaufen Zielgruppen ein. Von daher, ich glaube, das ist lösbar. Ich finde das unheimlich gut. Also ich habe wirklich Hoffnung, dass wir da bald was zu sehen bekommen von diesem YouTube-Projekt, wenn ich mir das Panel hier so angucke. Ich habe noch ganz viele Fragen aufgeschrieben. Wir sind leider schon ziemlich am Ende unserer Zeit. Mich würde noch eines interessieren. Wir haben in der Präsentation von meinem Kollegen gesehen, dass in Norwegen die Hälfte, also bei den 10 bis 19-Jährigen waren es, glaube ich, oder 12 bis 19-Jährigen, die Hälfte der Bewegtbildzeit schon
in YouTube geht. Und er hat ja auch die Frage gestellt, wie wird das denn weitergehen? Darf ich antworten? Oder? Gerne Meinung dazu. Nein, also grundsätzlich glaube ich, ist es so, dass wenn man in die Zukunft spricht, bei so einer Zielgruppe, ich glaube, da stellt sich die Frage nicht mehr so richtig, ob diese Zielgruppe noch von non-linear zu linear zurückkehrt. Ich glaube, dass der Zug ist abgefahren. Ich glaube, das kann man mit Sicherheit sagen. Das wird nicht passieren. Ich glaube, die Frage ist dann möglicherweise eher, wenn es nicht linear ist, welche Plattform und so weiter, wo finde ich dort den Content? Ist das YouTube? Who knows? Also kann passieren, kann auch was anderes sein, wir wissen es nicht. In den letzten 10 Jahren haben wir gesehen, dass es einige Plattformen gekommen und gegangen sind. MySpace, erinnert sich noch jemand dran? Oder StudiVZ und so weiter. Ja, Facebook scheint auch so ein bisschen an der Nutzung nachzulassen. Instagram übernimmt das aus dem gleichen Konzern. YouTube war sehr robust in den letzten 10 Jahren. Sehr robust gewachsen in allen Zielgruppen. Möglicherweise nehmen sie diese Nutzung mit. Das wird von den Creatoren abhängen, von dem Content, der da ist. Von daher bin ich ganz bei Ihnen, es hängt am Content. Und wenn wir Inhalte auf der YouTube-Plattform haben, die dann auch eben in einem Lebensalter 20 bis 30 oder 30 bis 40 relevant ist, dann wird es YouTube sein. Wenn nicht, dann ist es irgendwas anderes. Aber es wird tendenziell eher nicht linear sein. Ich glaube nicht, dass sowas wie Programmschema und so weiter in die Köpfe der Leute reingeht. Meine Tochter ist 7. Das Konzept, dass eine Sendung vorbei ist, die sie gucken wollte, ist für sie schwer zu begreifen. Ja. Also das ist für sie wirklich schwer zu begreifen. Ja. Noch eine andere Meinung, Frau Niederorkopf, Sie zücken mit dem Mikro. Also ich finde das immer ganz spannend. Also ich verfolge ja schon seit vielen Jahren den vermeintlichen Abgesang auf TV oder die Linearität. Also insofern ist es ganz spannend. Wir haben für das letzte Jahr 217 Minuten ausgewiesen. TV-Nutzung, klassisch lineare TV-Nutzung. Es ist unglaublich viel. Meine Prognose ist die, der digitale Sockel, den wir haben, der wird da sein und der wird auch wachsen. Das ist definitiv so. Publika, die damit habitualisiert werden, damit aufwachsen, warum sollten die jetzt im Prinzip tatsächlich, also jemand, der nur mit Netflix, nur mit YouTube aufwächst, und YouTube ist nicht nur, ich sage das einfach mal, klar, es ist eine Bewegtbildplattform, aber YouTube, wenn man sich mal jenseits der Reichweitenforschung mit Studien beschäftigt, YouTube ist viel, viel mehr. Also wir sprechen unglaublich viel über YouTube. Es ist aber auch eine Lebenswelt. Ne? Also ich finde dort tatsächlich für jeden Geschmack etwas. Deshalb gibt es dort 77.000 Channels, 35.000 Content-Owner. Das ist eine dramatische, giganteske Zahl. Ja? Also das muss man sich einfach mal vorstellen. Ich sage das immer ganz gerne, wir müssen uns mal überlegen, wie viele Sender wir auf Astra haben, ne? Also dem gegenüber. Also insofern, das ist was ganz anderes. Auf der anderen Seite ist es, wenn Sie jetzt die 14-, 19-Jährigen ansprechen, ja genau, die Publika oder auch die jüngeren Publika oder vielleicht auch 20- bis 29-Jährige, das hat man jetzt ja sehr genau gesehen, die haben dort natürlich eine große Hinneigung, ne? Auch zu genau diesem Medium. Aber es ist so, dass ich mit 21 oder mit 19, ich habe auch unglaublich viel MTV geschaut. Ja, heutzutage verlagern sich natürlich ein Stück weit die Interessen. Und deshalb sage ich, wir haben mit den großen Bewegtbildplattformen oder generell mit Plattformen, es ist ein weiterer Distributionsweg. Es gibt manche Angebote, die gibt es nur auf der Plattform, und die Nutzer folgen natürlich auch genau dem Content auf die Plattform. Und insofern, ja, der digitale Sockel wächst, aber ich glaube, bevor TV tot ist und die Linearität tot ist, glaube, gehen noch ein paar Jahre ins Land. Das ist doch schön. Aus unserer Sicht sind es 3 Themen, die hier ineinander reinspielen. Das eine ist die Frage, wie Menschen aufwachsen. Wir haben vorhin das Baby gesehen aus dem Jahre 2010. Das wächst ganz anders auf als Kinder, die heute geboren werden. Und die gehen mit der Digitalisierung sehr viel selbstverständlicher um, als das frühere Generationen getan haben, und für die ist das Smartphone zu einer solchen Selbstverständlichkeit geworden. Denken wir daran, dass man im Springer-Konzern schon Diskussionen darüber führt, ob man nicht doch gedrucktes Papier jetzt mal einstellt. Also das ist schon etwas ganz anderes, hat eine andere Kraft und Dimension, wie junge Menschen in der Digitalisierung aufwachsen. Aber das Zweite, was sich auch zeigt, es hat sehr viel immer noch zu tun mit den Programmen. Dann bin ich wieder beim Content. Und es zeigt sich, das war für mich das Beispiel eben der Masked Singer, da kann ein Programm, was einen entsprechenden Production Value hat, weltweit in allen Kanälen scoren, erreicht plötzlich auch in einem Sender, der sonst eher um die 10% oszilliert, noch wohlwollend formuliert, plötzlich Marktanteile von über 35% und wird gehypt und wird in den Social Media entsprechend verlängert und ist Diskussionspunkt bei jungen Menschen. Also Content, und das hat auch das Beispiel Netflix gezeigt oder Amazon Prime, hier zeigte sich plötzlich ein Trend zur Serie. Dort wurde regelrecht Zuschauerverhalten aufgemischt.
von wegen kurze Nutzung. Plötzlich gab es Familien und Menschen, die gucken da jetzt nicht eine Folge, sondern am Regentag vielleicht dann 6 oder 12. Da wird der Tag im Bett verbracht mit Unterbrechungen, also jetzt von der Nutzung her mit Unterbrechungen. Aber das zeigt, dass das Content immer noch eine unglaubliche Macht und Stärke hat. Ja, und das Dritte ist dann wieder die Nutzungssituation. Es ist schon eine Frage, was ich gerade in meinem Tagesablauf zu welcher Zeit tue, ob ich am Arbeiten bin, ob ich mit privaten Interessen beschäftigt bin, ob ich es mit einem Smartphone zu tun habe, ein Gerät, das ich den kompletten Tag nutze. Das Erste, was ich morgens anschaue, das Letzte, was ich abends unter Umständen ausmache, da will ich nicht dauernd mit Werbung berieselt werden. Und natürlich ist die Größe des Bildschirms da etwas Entscheidendes auch mit für die Wirkung von Werbung. Und dann ist auch immer noch die Frage, bin ich Jugendlicher, bin ich im Bereich des Studiums, in der Ausbildung oder habe ich gerade eine Familie gegründet, die vielleicht gerade noch volatil ist und nun kommt das erste Kind, dann kommt das zweite Kind. Ich bin beruflich in einer angespannten Situation. Das sind ganz andere Nutzungssituationen, ob ich eher proaktiv interessensgeleitet nutze, ob ich in einen Lean-Back-Modus falle. Das ist ein entscheidender Faktor dabei. Ja. Also linear nach wie vor oben, Frau Reiter. Also ich wollte es auch nur noch mal unterstreichen. Ich glaube, Kerstin hat es auch so schön am Eingang gesagt. Wenn sie halt heimkommt, dann schaltet sie gern den Fernseher an, setzt sich auf die Couch und dann ist man im Lean-Back-Modus. Und ich glaube auch diese 14-, 19-Jährigen oder wie auch immer, die müssen auch irgendwann mal Geld verdienen. Die wollen irgendwann mal vielleicht auch eine Familie gründen. Und dann besteht das Leben halt nicht nur daraus, dass ich ständig irgendwie mein Smartphone habe und Zeit habe, Videos zu gucken. Und dann freue ich mich auch wieder über einen größeren Bildschirm. Das werde ich übrigens, ich würde auch lieber auf einen größeren Bildschirm gucken. Insofern glaube ich, wird immer ein Sockel an linearer TV-Nutzung auch da sein. Und wie Sie auch gesagt haben, Herr Schulz, wir als Content-Haus, im Endeffekt ist es mir dann als Content-Provider auch egal, ob das linear stattgefunden hat, VOD stattgefunden hat. Wir möchten, dass unser Content unsere Zuschauer erreicht und dass das dementsprechend auch in der Messung abgebildet wird. Also zwei Punkte, Content is King und Kelt, du kannst deine erste Folie auch in 10 Jahren noch auflegen. Ja, davon bin ich überzeugt. Vielen Dank Ihnen allen, wir haben schon ein bisschen überzogen. Ich hätte gerne noch eine Stunde mit Ihnen weitergeredet, aber wiederholen wir das einfach nochmal. Danke auch Ihnen für die Aufmerksamkeit am späten Abend und unsere Mitdiskutanten sind sicher noch ein paar Minuten hier. Also wenn es noch Fragen gibt, wir reichen keine Mikros mehr rum. Aber Sie können natürlich gerne vorkommen und noch Fragen loswerden. Danke Ihnen.